Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir Nimmerland erreicht und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt storymäßig hier in dieser Tür weitergeht. Ich glaube nicht. Aber gucken wir mal. Ja, wir haben in der letzten Folge gegen unser Schatten-Ich gekämpft, was glaube ich offiziell Anti-Sora heißt in dem Teil hier. Und ja. War jetzt nicht so schwer, aber naja, war ja noch nicht alles hier. Warum ist Goofy schon so gut wie tot? Was? Guckt euch mal die MP und so was alles an. Aber ich muss hier echt mal was umändern. Normal Angriff, Magie, normal Abwehrmagie, oft. Ich mache doch hier schon selten. Ja, Goofy? Normal Angriff, oft. Tech normal, Chilltech normal, Hilfs Not da. Boah, ich das mal an, alle MP weg. KP schon beinahe weg. So einfach nicht. So, ich glaube, wir müssen hier durch die Tür da oben, wo wir gerade waren. Wo wir gegen Anti-Sora gekämpft haben. Aber Leute. Da sag ich doch. Da geht's doch technisch weiter. Kommt man nur vorher noch nicht durch. Vor allem, wenn die finden mussten. Ja. I can't wish that Riku running off with that girl without even saying goodbye. Run off where? Tell me, where did he go? To the ruins of Hollow Bastion, where Maleficent resides. But you won't be going there. Unless you intend to leave your little pixie friend behind. Hand over the keyblade and I'll spare your lives. I'm glad I'm merciful, unlike the heartless. So, which will it be? The keyblade or the plank? It's him, the crocodile that took me hand. Oh, me, he's after me other hand. I can't stay here. Go away. Oh, I can't stand the sight of him. Me, you take care of them. Why, Sora? Just believe, and you can do it. Thanks, Peter. Hey, don't mention it. You didn't think I'd leave you and Tink behind, did you? Irgendwie doch, ja. Die Kraft der Heilung erhalten. Vita hat sich so Vitra entwickelt. Sehr schön. So, und jetzt Goofy verschwinde wieder und Peter Pan. Wenn Peter Pan dabei ist, kann die gesamte Gruppe fliegen. Im Sprung einfach Kreis drücken, mit Kreis steigen und mit Felix sinken. Jetzt seid ihr alle dran. Und Donald kann aus irgendeinem Grund jetzt auch fliegen, übrigens. Wenn er voll gefehlt hat beim letzten Mal. Aber egal. Aber ich bin so gut, dass wir jetzt Vitra haben. Jetzt können wir effektiver heilen. Hey, ihr. Habe ich auch schon gesehen, in dem Teil. Anflug! Dich, dich, dich! Star. Du musst nicht deine Faust hier ballen. Also, der ist schon selber. Oder auch nicht. Donald. Muss ich nicht so knapp machen. Ha. Ey. Na, warte.
Und Feuer! Duff! Uff! Da ist ja noch einer. Mal kümmert euch doch mal um die Leute. Don't give up! Oh mein Gott. Did you finish them off? Aye, Captain. They walked the plank, every last one of them. Peter Pasha, blast you! Ready to make a splash, you codfish? Now it's your turn to walk the plank. Na, komm mal her. Ihr könnt fliegen und du nicht. Oh ja. Mach erstmal die fertig. Mein Gott. So, komm her. Was du da? Bitte. Voll der Chaotenkampf hier. Komm schon, den. Ah, sehr gut. Weg mit dir. Komm her. Will ich nach runter schmeißen, Mann? Guck mal, wie viel wir jetzt heilen. Au! Verarscht mich ein bisschen, kann das sein? So. Mann! Nur aufpassen. Ah. Ey, wie alle hier kaputt sind wieder, ne? Muss ich noch mal heilen, ja. Doch, muss ich. So, komm her. Meine Güte. Aber knapp. Wusch, wusch. Verdammt. Hat nicht so gut ausgesehen. Oh, der Schaden von einigen Bossen jetzt, ne? Sora Tollwut erlernt. Anzimbericht Nummer 9 erhalten. Okay. Ein paar gute Sachen. Die wir hier bekamen. Oh. Kairi couldn't wake up, so maybe she's really lost her. Sora. I still can't believe it. It really flew. Wait till I tell Kairi. I wonder if she'll believe me. Probably not. You can bring her to Neverland sometime. Then she can try it herself. If you believe, you can do anything, right? I'll find Kairi. I know I will. There's so much I want to tell her about flying, the pirates, and everything else that's happened. What's that, Tink? What about the clock tower? You say there's something there. Dann gehen wir mal gucken.
Ja, okay. Ah! Sehr schön. Gibt es hier irgendwelche Schatztruhen? Hier gab es ja irgendwie so was sehr Komisches. Man kann irgendwie jede Tür oder so hier bei jedem Besuch ja, aufmachen und dann ist da immer irgendwie ein Gegenstand drin. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Mal schauen. Da ist was. Pom pom. Flare-Gummi. Und mehr ist ja nicht. Okay. Säule, du wirst sie finden, Sword. Du darfst sie nicht aufgeben. Dieser Glockenturm ist so, dass man von überall in der Stadt die Uhrzeit sehen kann. Einer der Uhren steht still. Hoffentlich verwirrt das nicht die Leute. Okay, welche denn? Nicht. Wir haben 12 Uhr. Punkt, 12 Uhr. Bah. Ich hab echt angesehen, ja. Schön. Na, wie gut die alten. Oh, ja, stimmt. Da war ja noch was. Hey, Sora. Hm? Wenn wir erwachsen sind, verschwinden wir von ihr. Dann erleben wir richtige Abenteuer, nicht sowas hier. Klar, aber willst du so lange warten? Beim Bürgermeister wohnt doch jetzt ein Mädchen. Sie soll in der Nacht des Meteoritensturms... The hell... Okay, das ist passiert. Also früher. Aber das waren komische Lichteffekte gerade. It was reckless to bring her here without at least using a vessel. Remember, relying too heavily on the dark powers could cost you your heart. A castaway. Though his world perished, his heart did not. When we took the princess from his castle, he apparently followed her here through sheer force of will. But fear not. No harm will come to you. He is no match for your power. My power? Yes. The untapped power that lies within you. Now, child, it's time you awakened that power and realized your full potential. Nur noch mehr Kraft, genau. Sieht nie gut aus, wenn der Hauptbösewicht irgendwie einen Unterling irgendwie Macht gibt. Das hat er noch nie irgendwie zurückgefeuert. Peter, are you really going back to Neverland? Afraid so. But we can see each other anytime. As long as you don't forget about Neverland, that is.
She's getting steamed again. Do me a favor. Look after her for me, will ya? What? Na, soweit es kann gerufen werden. Zorak Fena verhalten. Und Gruppenability Gleiter erhalten. Ja, darauf habe ich gewartet. Ja, wir werden immer noch nicht aus die Welt teleportiert. Bah. So, das. Was das Ding macht, können wir leider noch nicht hier sehen. In der Welt, aber. Guck mal, Fena vergibt Angriffskraft und MP. Ein mehr. Nehmen wir die mal fürs Erste. Und dann sind wir ja fertig. Gut, ne? So, in einem ganz alten Kingdom Hearts Trailer hat man irgendwie, weiß ich nicht, da oben hat man irgendwie Rico gesehen, die am Glockenturm saß. Die Szene haben sie aber letztendlich rausgenommen aus dem kompletten Spiel. Kann man sogar in irgendeinem alten Trailer noch sehen. Schade eigentlich. Was das damit auf sich hatte, ne? Wir haben das Navi-Community gefunden. Wir sollen zurück nach Traverse. Sid wird es uns anbringen. Ja, das war der Plan. In der Arena aus Olympus findet zurzeit ein Wettkampf statt. Wer hier hervorgeht, erhält etwas besonders Tolles. So, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal überall anders hin, weil... obwohl eigentlich nicht. Das könnte ich eigentlich ein Dings machen, ja. So, was wir treiben die Story ja noch ein bisschen voran, schnell. Dann machen wir weiter. Ich möchte den Trio-Techno haben. Den kriegen wir, wenn ich mich nicht irre, nachdem wir die Arena jetzt schaffen. Also. Ja, Accessoire-Laden, genau. Von aus kommen wir dahin. Und ja, wenn wir den gelben Trio durch haben, haben wir schon mal alle bis auf den weißen Trio durch, dann können wir durch die ganzen Welten ein bisschen düsen. Weil wir haben jetzt auch Gleiter und damit können wir jetzt eigentlich praktisch überall hin. So, ich nehme einmal Kreis und dann mache ich den hier. Sieht furchtbar langweilig aus, ehrlich gesagt, wenn er so lang ist, so langsam ist. Aber was soll's. Aber jetzt mit all den Fähigkeiten, also mit einem hohen Sprung, mit Gleiter und also was, haben wir sozusagen jetzt alles. Um alle Welten hier zu erkunden, an allen Orten zu kommen, die wir nicht erreichen konnten. Also ja, können wir das machen und ja, dann können wir erstmal das Story weitermachen. Also erstmal ein paar Nebensachen. So, wie es aussieht, habt ihr den anderen Teil gefunden? Lass mal sehen. Okay, wartet hier. Ich baue sofort ein. Well, just remember what Donald said to you. No frowning, no sad faces. How can you be so cheerful? There's still no sign of your king. Ja, klar, den gibt's auch noch. Aren't you worried? The king told us to go out and find the key bearer, and we found you, so as long as we stick together, it'll all work out okay. You just gotta believe in yourself, that's all. Just believe. I believe in you. Ja. Ich fliege durch. Was auch immer das ist. Wo bin ich? Vor langer Zeit, in einer Zeit des Friedens, lebten die Menschen in der Wärme des Lichts. Jeder liebte das Licht. Aber eines Tages begannen die Menschen, um das Licht zu kämpfen. Und die Dunkelheit ergriff Besitz von ihren Herzen. Die Dunkelheit breitete sich aus und verschlang das Licht und die Herzen der Menschen. Sie hüllte alles ein und die Welt verschwand.
aber kleine Reste des Lichts überlebten. In den Herzen der Kinder. Mit diesen Lichtresten bauten Kinder die verlorene Welt wieder auf. Es ist die Welt, in der wir heute leben. Aber das wahre Licht schläft. Tief im Innersten der Dunkelheit. Deswegen sind die Welten immer noch verstreut. Voneinander getrennt. Aber eines Tages wird sich eine Tür zum Innersten der Dunkelheit öffnen. Das wahre Licht wird zurückkehren. Also hör zu. Tief in der Dunkelheit wird es immer ein Licht geben, das dich leitet. Glaube an das Licht, dann wird sich die Dunkelheit nie besiegen. Genau die gleichen Augen wie Kairi. Dein Herz wird heller strahlen und die Dunkelheit zurückdrängen. Verstehst du, Kairi? Kairi? Was ist gerade passiert? Huh? What's the matter? Nothing. Kairi? Did you call me? Keine Ahnung. Was waren diese ganzen Halluzinationen über Kairi? Was soll das so? Du hast ein Problem. Ich habe das Navi-Gummi eingebaut. Aber vergiss nicht. Da wimmelt es von Herzlosen. Sag nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Hm? Hier, nehmt das mit. Morphogummi. Ah, hey. Wird beim nächsten Bau von Nutzen sein, weil bald werden wir mal ein Gummischiff bauen. So, ich gucke jetzt hier noch, ob ich noch ein paar neue Waffen und so kaufen kann. Wir haben in der letzten Welt irgendwie viel Geld bekommen, habe ich dort Gefühl. Nee. Wah! Ja, okay, die sind noch aktuell anscheinend. Okay, vergiss das. Dann holen wir uns mal endlich diese komische Ausrüstung hier. 4500 kostet. Also, man kann mit seinem Geld irgendwie nichts anderes machen, ehrlich gesagt. Man kann hier nur Items und Dingens kaufen. Ja, können wir uns das endlich mal holen. Hoffentlich bringt es dann auch. Ich habe ja so das Gefühl, irgendwie nicht, aber egal. So, ja. Alle Feuer, Eis und Blitzschäden minus 20% Abwehrkraft steigt. Je mehr getragen werden, desto effektiver. Ja, vergeht die AP aber derbe runter. Aber das soll mir aber nicht so viel bringt. Jetzt mal um 3, ne? Wo ich könnte hier halt nehmen. Mal 3. Ja, nehmen wir das. Ich hab jetzt Geld dafür ausgegeben, also muss ich ihn auch benutzen, hallo? Nehmen wir das hier weg. Angriffskraft geht runter, Abwehr, was weiß ich. Wo er könnte halt eigentlich gebrauchen, ne? Okay, Planänderung. Was hat er denn jetzt vorher? Das und Abwehrkraft steigen. Ah, nehmen wir das. Kriegst du ein Element trinken und du kriegst weniger Abwehrkraft, was soll das? Aber egal, dafür bist du gegen alles gewappnet jetzt. Guck ich mal die AP von Rufi jetzt an. Und ich bin so im Mittelpunkt irgendwie. Ich habe genauso viel MP wie Donald. Ha! Na gut, dann. Ich glaube, es kommt noch eine Cutscene, ne? Wenn wir hier ins Gummijet steigen. Machen wir das mal. Dann nichts viel los, auf in die neue Welt. Nicht zu hastig, Donald. Wer weiß, was uns dort erwartet. Vielleicht sind noch wertvolle Items in den anderen Welten versteckt. Es lohnt sich bestimmt und Vorsicht ist besser als Nachsehen. Das ist doch ein richtig gutes Stichwort, ne? Aber wir können jetzt hier hingehen.
Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Direkt. Boah. Ja, und dann machen wir jetzt. Das nächste, was wir jetzt machen, ist zur Arena des Olymps zu gehen und den nächsten Cup machen. Und danach gehen wir erstmal in alle Welten nachgucken und alle anderen Sachen suchen. Weil wir haben ja, wenn wir den Cup erledigt haben, kriegen wir, glaube ich, den gelben Trio-Tech. Dann können wir erstmal eine Beidia suchen und dann haben wir eigentlich schon in den ganzen Welten alles bis auf den weißen Trio-Tech gefunden. Ne? Guter Plan? Gut, ne? Dann würde ich mal sagen, ich beende Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.